Das bedeutet, dass er bei der nächsten gelben Karte ein Spiel gesperrt ist. Er hat 4 gelbe Karten gesehen jetzt schon in der Saison. Genauso wie Krogemann. Bei der nächsten gelben Karte gesperrt. So, auf geht's. Die Frage ist halt, was machen wir echt mit unseren Finanzen, ne? Die machen mir ein bisschen Sorgen. So, 1-0 hinten. Ich weiß nicht, was es ist. Echt nicht. Wir sind von der Stärke her, guckt euch das mal an. 6, 6, 6, das ist ja alles komplette Arbeitsverweigerung schon wieder. Ah, okay, Spiel gedreht. Sehr schön. Ansprache hat gewirkt. 3-1 Sieg. Und Gießen? Wieder verloren. Gießen spielt eigentlich für uns. Vorzeitig aufgestiegen, Eintracht Frankfurt, ja gut. Das war abzusehen. Krogemann, komm, ich kann es nicht mehr hören. Ach was. Anonyme Spende, 100.000 aus einer anonymen Spende, die könnte öfter kommen. Gut. Jetzt müssten wir eigentlich alle kommenden Spiele gewinnen. Dann haben wir eigentlich noch eine Chance, würde ich behaupten. So, Fanbeliebtheit geht auch nach oben. Ich habe heute irgendwie leichte Sprachfindungsstörung. 72% aller Deutschen besitzen einen Fanschal. Gehört ihr dazu, Chat? So. Bleiben so stehen. Never change a winning team, ne? FIFA Rules könnten wir auch mal sagen, du hast dich diese Saison sehr verbessert. Er gewinnt 5 Moralpunkte. An Nulo könnten wir das eigentlich auch mal sagen. Striker könnten wir das eigentlich auch mal sagen. Ja, gegen den 16. sind schwer. Aber es hilft nichts rein da. Baunatal. 1-0. Nexa. Wunderbar. So, da bringen wir jetzt aber mal Chucky. Das 1. Ach, Leute, ey. 1-2. Gedreht. Noah König wieder. 3 Punkte Rückstand. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt, wie sie gespielt haben. Eins nur, Gießen. Die spielen voll für uns. Euer Jugendspieler entdeckt? Ah, nee, der ist ein bisschen zu schwach, also das brauchen wir nicht. So, FIFA Rules ist gesperrt. Das heißt, da muss auf jeden Fall Holger Nass ran. Colin ist immer noch verletzt. Vor allen Dingen, bevor wir sie kriegen, speichere ich nochmal.
Naja, wir spielen noch gegen Gießen. Deswegen, also wir haben noch ein direktes Duell. Das könnte gut für uns sein. Nee, aktuell noch nicht. Gibt noch keine wirklich guten neuen Jugendspieler. Sobald es wieder gibt, also ich kann euch mal zeigen, welche wir momentan haben. Timo Werner. Guckt euch das an hier. Welsh Striker und Maverick sind die Senkrechtstarter der Saison. Und Colin ist auch dabei. Und der Colin ist auch dabei. Von der Hoffenheim. Von der Hoffenheim. Oberliga Hamburg. Ein Rechtsverteidiger dabei. Da müssen wir uns echt umgucken. So, also von der Mannschaftsstärke her ist es eigentlich kein Thema. Hier ist geil, oder? Das Bild ist einfach der Hammer. So. Hauptsponsor stellt, wir kriegen wieder 130 Euro von FM Zocker. Gar kein Ding. Ryan Harder verlängert seinen Vertrag, okay. Colin ist wieder fit. So. Passt auf. In der A-Jugend haben wir tatsächlich die Spieler hier. Die drei. Die werden alle drei zu haben. In der B-Jugend ist er hier noch zu haben. Alin Pop. Und ansonsten ist hier Rolando und hier ist Terence Hill. Und der Rest ist auch noch zu haben. Also bis auf die beiden ist der Rest noch zu haben. So. Ja. Make it like a Polaroid picture. Vertragt euch wieder. Komm. Ja, er spricht mal mit Rash Striker. Alin Pop wird zu Bud Spencer, bitte. Okay, aber Lulu, du hast dann die alle drei Spieler dann erstmal vollzählig, ne? So. Genau, dann hast du deine drei Spieler insgesamt. Also jeder ist berechtigt, drei Spieler zu haben. Zwei Jugendspieler, ein Spieler in der ersten Mannschaft. So machen wir das erstmal. So, Vorname. Bud. Spencer. Anulu. Alles klar. Bud, Anulu, Spencer. Sehr schön. Erschrocken. Eben gerade schon gedacht, du. Haben wir alles. Ja, rein gegen Hanau.
jetzt gewinnt Gießen natürlich wieder. So, Gießen hat gewonnen, ne? Wo sind sie? Hier. Ja, 0-1. Shit. So, wieder da, musst du nochmal kurz weg. Was? Also wir sind dran. Der Relegationsplatz ist noch realistisch. Bester Spieler, Nixer. Eine sichere Bank. Der SV unter Flockenbach. Oh, FC Schalke. Frank Kramer vor dem Aus beim Aufsteiger aus Gelsenkirchen. Sag mal, was bist denn du wieder so richtig optimistisch, Colin? Was ist denn da los? Etwas mehr Optimismus versprühen vielleicht. Mannschaft der Woche. Guck. Super letztes Spiel. Und immerhin kriegen wir 130 Euro von FM-Zocker. Die sind geizig, wa? Die sind geizig. So. Kapitän, ich bin Realist und muss die Mannschaft auch mal da runter machen dürfen. Was macht der Trainer? Was macht denn eigentlich hier die Infrastruktur? Stadion, Statistik. Ja, wir nehmen was ein, also das ist nicht verkehrt. Wie ist denn das Stadion so besucht? Fast leeres Stadion, ja. Ändert sich, wenn wir aufgestiegen sind. Wenn wir aufgestiegen sind. Aber gibt es jetzt noch irgendwas, wo wir medizinische Abteilung 600.000, dann ist die ganze Kohle aber auf einmal weg. Das ist ein Graus. Trainingsplätze werden gerade ausgebaut. Gut. SV Steinbach. Oh, jetzt wieder ein Topspiel. Der vierte gegen den dritten. Ach Leute, morgen ist schon wieder Freitag. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Scouting-System kaufen, könnten wir drüber nachdenken. So, die Standpunkte bleiben unvereinbar. Colin, fällt schon wieder 4 Wochen aus, Knieprobleme. Striker, vertrag dich wieder. So. Studentenurlaub, ab nach Malle. Ja, so siehst du aus. So siehst du aus. Gut. Rhein, Steinbach. Und danach kommt Gießen. Das heißt, es wäre wichtig, dass wir dieses Spiel gewinnen. Gesagt, es wäre wichtig, dass wir dieses Spiel gewinnen. Es ist ein Graus.
Ja, Gießen gespielt. Und so dann. Gar nicht gespielt. Bayerns gewonnen, ja. Jetzt haben wir das direkte Duell. Ja, Aufstieg wäre halt wegen dem Geld gut, ne? Nur darum geht's. Gut, wir verdienen jetzt noch Geld mit der Nationalmannschaft, das heißt, da haben wir dann auch wieder was rüber schaufeln können. Aber der Aufstieg wäre halt allein schon wegen dem finanziellen gut. Ja, ist richtig, Colin. Kommt halt auch drauf an, was jetzt dann nächste Saison runterkommt. So, Sie sehen uns auf Platz 3. Nein, das ist kein schlechtes Ergebnis für die erste Saison, ne? Das muss man auch dazu sagen. Uns fehlt so ein bisschen die Konstant. Die Konstante, die fehlt uns. Ja, die wollen sich nicht vertragen. Ja, halt, die Teamdynamik geht auch immer weiter runter. Dann hast du halt hier keine Führungsspieler, ne? Nächsten Spiel brauche ich dich in Topform. Wichtig wäre halt so ein finanzieller Regen, dass wir unsere Einrichtung ausbauen könnten. Dann wäre das alles schon viel einfacher. Übrigens kein finanzieller Regen, sondern finanzieller Segen. So, Anulo, nächsten Spiel brauche ich dich in Topform. Wen brauche ich noch in Topform? Maverick? FIFA Rules? Was meint ihr, Leute? 3D-Spiel oder Videotext? Melden Sie sich jetzt im Chat. D, sagen sie. Also dann. Wir haben gesagt, die Top-Spiele machen wir 3D. Video ohne Text, ja. Wir sind die ungefährlichste Mannschaft in der ersten Viertelstunde. Das nicht geil. Wir haben auf jeden Fall die bessere Form. Ach, jetzt kommt so ein geiler Song.
extra für Anulu. Und wir gehen ins 3D-Spiel. Oh, es regnet mal nicht. Ohne mich verlieren wir das. Nie im Leben. FIFA Rules ist wieder fit. Krogemann spielt. Kann nichts schief gehen. So, dann mal rein da. Och, Krogemann, gleich wieder mit dem Fehlpass. Wieder gefundenes Fressen für Maybrick. König, gut aufgepasst. Nexa. Krogemann. Schön raus auf Anulu. Ah, ja gut. Die Pässe sind auch manchmal ein bisschen zu. Ich glaube, Anulu ist gerade eingeschlafen. Ja, das ist Nexa. Nexa. Erster Abschluss. Dordevic hält. Wieder Anulu. Ballverlust. Na. Schön, Jojo hat aufgepasst. War gerade auf dem Klo, das sag ich doch. Da läuft gerade im Hintergrund die Titelmusik von Sie nannten ihn Mücke. Und da habe ich gesagt gehabt, jetzt kommt der Song für Anulu und wir machen ein 3D-Spiel, das man nicht mehr hört. Ah, oh, das war ein klares Foul an Anulu. Und Nexa! Ach Gott, Mann! Och, Wolf Striker, was war das denn? Da wusste er selber nicht, wo genau hin mit dem Ball. Stark von Ecuador. Stark gehalten. Und Krogemann wieder schön dazwischen gegangen. Da ist Nexa. Ja. Aus auf Anulu. Den kriegt er, den kriegt er. Nee, kriegt er nicht. Der war hart. Der war hart, Nixer. Der war nix. Hart gegen Harder. Den wollten wir doch verpflichten, den Boy. Fuck. So, jetzt Anulu. Schöner Ball auf Krogemann. Wieder Nexa. Ja, Krogemann ist noch nicht wieder auf den Beinen. Kommt, Jungs. Schön, die Kieler hat aufgepasst. Jojo dagegen nicht. Der haut wieder voll rein. Wir spielen mehr erfolgreiche Pässe. Was sind das für ein Ball? Den kriegt er nur nie. König. Tequila. Jojo mal schön nach außen gezogen. Niemand's kennt von mir. Ah, ja, guck mal, die Stimme aus dem Hintergrund. Und Abschluss. Was machen eigentlich die Rippen, Jojo? Haben wir schon, ja, in der Vorbereitung. Also, ja, Ligaspiel. So, übles Foul. Rot schickt den vom Platz.
Der Benji. Hat er Nulu da ganz übel gefault. Kann ja wohl nicht angehen. Tun immer noch weh. Hm. Lass es sein, Jojo, im Fußball. Lass es sein. Pat hat sich übrigens heute Abend entschuldigt bei der feierlichen Übergabe der 600 Euro. Der ist unterwegs, hat er gemeint. Erzähl doch nix. Gelbe Karte. Jo, hör doch auf. Was haben die bitte alle für Freistoßschützen? Mein Gott, da wird auch alles gepfiffen, Schiedsrichter. Kriegt er. Alter! Kriegt der auch mal eine gelbe Karte vielleicht? Yes! Akgün! KFC, KFC. Genau so sehe ich das auch. So, 1-1 zur Pause. Oh. Guck mal, Tante Käthe, habt ihr gesehen? So, wir nehmen jetzt aber Nixa mal raus. Nicht gut gespielt. Müssen dann aber hier den Sturmtank rausnehmen. So. Rest lassen wir erstmal so stehen. Dann haben wir noch einen zentralen Mittelfelder. Könnte ich dein Managerbild haben? Du bist bei mir als Mitarbeiter angestellt. Wenn ich dran denke, Sam, schicke ich es dir. So, Jungs, jetzt machen wir da noch eine Bude rein. Was war das? Geh hin, immer dahin. Oh, komm schon, Mann. Jo, wie in der Bundesliga trippelt der da durch. Und wie einst Marco Reus, Alter. Fehlen die Worte. Wir spielen doch teilweise gar nicht so übel. Jojo, Mann! Wundert sich, warum die Rippen wehtun.
manchmal sind die Pässe halt auch echt nicht wirklich gut, ne? Gerade über die Art und Weise, wie wir spielen. Vielleicht sollten wir auch mal drüber nachdenken, mit zwei Stürmern zu spielen. Was meint ihr denn? Sollten wir mal umstellen? Jetzt haben wir natürlich keinen Stürmer mehr. Wisst ihr, was ich meine? Mach die Dinger vorne rein. Ich bin schon froh, wenn du sie hinten nicht reinlässt. Es ist so irgendwie. Anweisung, Krogemann. Vorstöße. Kreativ. Vielleicht bringt es... Für was? Für was? Ja, jetzt hat sich unser System gleich mal zerschlagen. Es ist unglaublich. Dann immer die Pässe zwischendrin, ne? Wo du halt echt in den Ball beißen könntest. Das ist richtig, Colin. Schöner Ball auf Krogemann. Muss man bloß den Ball noch reinbringen, ordentlich? Und Chucky muss noch drankommen oder irgendeiner mal so nur abziehen, Mann. Wir spielen echt keinen schlechten Fußball. Es mangelt uns an Durchsetzungsvermögen. Anulu! Oh, kriegt er nicht. Ach, schade. Naja, noch ist nichts verloren. Wir kämpfen bis zum Schluss. Schön gespielt. Jetzt Krogemann, jetzt musst du gehen. Und was genau war das? Ja, kaum sagt man mal was. Zack, raus. Ach Mann, ey. So zwei dämliche Tore. Darf nicht wahr sein. Ich glaube halt wirklich, dass wir ein bisschen zu schwach sind für dieses System, was wir spielen. Dieses 4-2-3-1. Guck mal, der läuft hier ganz alleine durch, als wäre es gar nichts. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal mit zwei Stürmern spielen.
War schön gespielt, Danulo. Rin! Ogemann macht's, Alter. Und kriegt von Danulo die Schuhe geputzt. Das sieht der Torhüter aber auch nicht gut aus. Oh Leute, immerhin noch ein Punkt. Ein Punkt, wo ich nicht mit gerechnet hätte. Aber guck mal, wir waren ziemlich gleich. Gießen hatte mehr Ballbesitz, wir hatten mehr Pässe. Aber das waren halt auch zwei Tore da von Gießen, das Freistoßtor und dann dieses reingezwirbelte. Könntest du ja meinen, wir spielen Bundesliga. 5 Punkte Rückstand, es ist immer noch alles möglich. Immerhin noch einen Punkt geholt, ja. Fanbeliebtheit steigt auch wieder, das ist gut.